getan. Wir kommen jetzt zu unserem zweiten Preisträger. Wir wechseln dazu von Kempten nach Konstanz oder in einem anderen Blickwinkel von Bayern nach Baden-Württemberg. Der zweite Preisträger ist die städtische Wohnungsbaugesellschaft MBH Konstanz und der Name des Projekts ist Nachverdichtung Goethestraße, Reihenhäuser auf dem Parkdeck. Das Konstanzer Projekt verbindet in einer innovativen Lösung Umsetzung und Neunutzung in einer Weise, dass auf einem Parkdeck 6 Reihenhäuser in Holzbauweise errichtet werden. Mit der Holzseite sind wir bereits im Bereich einer Nachhaltigkeitsorientierung. Es gelang mit dieser Bauweise aber auch, in relativ kurzer Zeit und zu vernünftigen Kosten diese 6 Reihenhäuser zu realisieren. Das Konstanzer Projekt hat den Nachhaltigkeitsaspekt auch dadurch betont, dass ein Anschluss an ein Blockheizkraftwerk erfolgte und man über Photovoltaik auch eine Mieterlösung im Bereich erneuerbaren Strom gefunden hat. Das Projekt hat zusätzlich dazu beigetragen, die Umgebung des Projektes architektonisch aufzuwerten. Ein Häuschen mit viel Platz. Und das mitten in Konstanz. Der Traum von Familie Mastroianni. Lange hat sie nach einem bezahlbaren Mietshaus in der Innenstadt gesucht und es dank der städtischen Wohnbaugesellschaft endlich gefunden. Eigentlich fast wie ein Sechser im Lotto, habe ich immer zu meinem Mann gesagt. Wir durften hier einziehen, wo es ganz neu war. Das heißt, vor uns war keiner. Wir konnten uns hier auch frei entfalten. Und es ist schon toll. Und für den Preis würden wir sowas gar nicht wiederfinden. 6 Reihenhäuser hat die WOBA Konstanz an den Rand einer ihrer Wohnanlagen gebaut und tut damit etwas gegen den Wohnraummangel in der Stadt. Das Besondere? Die Häuser stehen auf dem ehemaligen Parkdeck einer Tiefgarage, das lange zweckentfremdet wurde. Sie müssen sich vorstellen, mit alten Wohnmobilen, ausgewasserten Booten und Sonstiges, wofür dieses Parkdeck genutzt wurde. Und wir haben uns dann entschieden, eigentlich als Win-Win-Situation zum einen eine etwas ansehnlichere Bebauung dorthin zu setzen und dann auch noch für Familien Wohnraum zu schaffen. Das Ergebnis, eines der innovativsten Nachverdichtungsprojekte der letzten Jahre. Modern, bezahlbar, nachhaltig. Die Häuser bestehen zum Großteil aus Holz. Für Architekt Hannes Meyer kommen dessen Vorzüge hier besonders zum Tragen. Baustoff Holz ist für uns ein Mittel, was kurze Bauzeiten hat, was nachwachsende Rohstoffe sind. In diesem Fall war dieses sehr geringe zusätzliche Gewicht für uns interessant. Wir haben ja zusätzlich jetzt Lasten auf diese Tiefgarage aufgebracht. Das war ja nie vorgesehen. Und so mussten wir einfach nach einem Material schauen, was sehr wenig Last aufbringt. Und da sind wir eigentlich mit Holz ganz gut gefahren. Denn die Tiefgarage bleibt erhalten. Neben Autos beherbergt sie ein Blockheizkraftwerk, das die 6 neuen Häuser und die angrenzende Wohnanlage gleichermaßen versorgen kann. Der Heizungsrücklauf der Altbauten reicht für die Niedrigtemperaturheizungen der Neubauten aus. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach sorgt für günstigen Mieterstrom. Und auch die Miete ist bezahlbar. Wir liegen bei den Mieten gut 30% unter dem Mietspiegel. Und somit genau für die Zielgruppe, für die wir eigentlich wirken, für Familien mit mittlerem und geringem Einkommen, können wir dort was bieten. Für die Mieter der Anlage ist nun inmitten von Alt- und Neubauten ein Park entstanden, den alle gemeinsam nutzen. Eine gelungene Verbindung von bezahlbarem Bauen und Wohnen mit innovativem Nachverdichtungs- und Nachnutzungskonzept. Dafür geht der DW Zukunftspreis der Immobilienwirtschaft 2020 an die WOBAG Konstanz. Geschäftsführer Jens-Uwe Götzsch. Applaus, jawohl!
Ja, da freuen wir uns doch alle sehr mit Ihnen und auch Ihnen und Ihren Projekten weiterhin alles, alles Gute für die Zukunft. Dankeschön.